war ein Wunder, ja. Eins von zwei, dreien. Ich war satt, das Kindermädchen für Kevin zu spielen. Ich war satt, irgendwie vor jedem Auftritt zu zittern, ob der Typ das irgendwie packt oder nicht packt. Ich habe nur auf den Tag gewartet, auf einen Telefonanruf. Ja, Kevin ist tot. Ehrlich gesagt, hat sich jeder damit abgefunden gehabt. Er ist in den Knast gekommen, ist clean geworden und er hatte vier Gehirnoperationen, hat vier Platten im Kopf, war auch schon mal scheintot, 4 Minuten lang, wieder zurück ins Leben und er ist bei geistiger voller Kraft. Jetzt, was ich jetzt erlebe, ist eine Reunion, eine persönliche und ein Gefühl von Wiedergutmachung. Auch an mich selbst und an die Zuschauer. Wenn Kevin irgendwie vor 100.000 Leuten stehen kann und kann sagen, ey Leute, wenn ich von den Drogen loskomme, ja, dann kann das eigentlich jeder schaffen. Und ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich habe die Chance jetzt nochmal bekommen, ja, und ich werde sie nutzen und ich habe Bock drauf. Ich bin einfach heiß drauf, das so zu erleben, wie ein Mensch das erleben sollte. Mit klaren Augen und mit wachem Verstand. Ja, und mit viel Leidenschaft. Ja, also um auf die Bühne zu gehen, zu wissen, ey, der Typ hat jetzt Bock irgendwie, den muss da nicht hinprügeln, ne? Sondern der will jetzt den Leuten zeigen, dass er der Kevin ist und nicht jetzt irgendwie so ein Abziehbild von sich selbst. Das ist ein Wunder. Das waren natürlich auch üble Momente. Ja, wir sind nicht, wir hatten unseren Abgang auch natürlich gerne anders vorgestellt. Der Graben war so tief, dass keiner eigentlich mehr dran geglaubt hat, dass sie nochmal zusammenfinden und das war das Schwierigste. Das kann schon eine Weile dauern, bis man da wieder zusammenfindet. Und das Dritte, ja, dass wir wieder zusammen auf der Bühne stehen, oder? Ich habe mich so angeschaut und ich wusste, wo du bist, oder was? Oder wolltest du mir erzählen, dass ich was falsch gespielt habe? Nee, ich war richtig eilig, hab ich gedacht. Okay. Aber er hat es nicht angefangen. Das Leben kennen wir woanders. Ja, ich war nicht da. Und so waren wir richtig. Ja, schon, ne? Ihr wart eigentlich richtig. Wir waren richtig, ja. Ich nehme die Schuld auf mich. So wie immer. Aber dafür sind wir ja hier, ne? Ich meine, hallo. Ist nicht alles vom Himmel gefallen, so einfach. Man muss auch üben. Ja, Talent ist uns nicht in die Wiege gelegt. Wir haben es versucht. Und ihr wart dabei. Das ist ein Unikat, wirklich. Das passiert sonst nie. Ja, wir proben von montags bis einschließlich Donnerstag im Augenblick. Aber das Ding ist ja, wir haben ja natürlich noch Familien, dementsprechend haben wir uns da jetzt, tut man sich im Alter dann vielleicht ein bisschen besser organisieren. Früher war das natürlich alles ein bisschen chaotischer, ein bisschen willkürlicher und da hat man sich auch immer noch dem Ideal hingegeben, wer probt, kann nix, ne? Da dürfte man auch vor dem Konzert schon besoffen sein. Das ist jetzt alles nicht mehr. Ne? Also dementsprechend ist das Rockstar-Leben schon ziemlich spießig geworden heutzutage. Wir sind jetzt, ich glaube schon gute 6 Wochen am Start. Wir sind noch 2 Wochen hier im Studio, denke ich mal. Ja. So im Dreh. Gehen wir nach Karlsruhe, da wo wir da mal die Maße der Bühne alle uns einprägen dürfen. Und auch da noch mal ein bisschen üben. Ja, auch diese, wie auch mit den Klassik-Arrangements, dass die Leute auch sich auf uns einstellen und wir auf sie. Mal springen ein paar Leute herum, was dann auch so für uns psychologisch wichtig ist. Weil so vor sich hin zu proben ist das eine, da ist man natürlich so in so einem abgeschlossenen Kosmos, da kann man sich gut konzentrieren und dann klappt auch alles wunderbar, ne? Aber sobald dann irgendwelche Leute rumspringen und so, dann lässt man sich halt dann doch leicht ablenken. Es ist einfach so, dass du darauf gehst und bestimmte Sachen, nicht nur du selbst, davon gehst du einfach mal aus oder deswegen probst, ja, aber auch technisch müssen viele Sachen funktionieren. Und das musst du natürlich auch im Auge behalten. Was hast du eigentlich zu tun in dem Moment? Ja, das Wichtigste in dem Zusammenhang jetzt, finde ich aber, ist es, die Emotionen im Schach zu halten, die positiv sind. Ich meine, wir kommen jetzt nach 9,5 Jahren zum ersten Mal auf die Bühne, da kann es echt schon sein, dass man zu motiviert ist, dass einen die Emotionen da in dieser positiven Hinsicht nicht so mitreißen. Das sind aber die Dinge, die dann auf der Bühne passieren. Ne? Da kann natürlich ganz viel passieren. In der Sound ersten, ist anders. Irgendjemand klotzt sich doof an oder eine hübsche Frau im Publikum. Da kann alles Mögliche passieren, was sich ablenken kann und dazu führt, dass du einen Fehler spielst. Ich will meinen Scheiß gut machen, das ist mir das Wichtigste. Und Kribbeln nutzt immer. Also das kriegt man auch nicht weg, soll man wahrscheinlich auch nicht wegkriegen. Nicht dagegen ankämpfen, sondern es nutzen und ja, Überblick bewahren. Besser geht's nicht, größer geht's nicht. Wie gesagt, wenn wir es schaffen, unseren Scheiß zusammen zu haben, dann wird es
ein richtiger, richtiger Mega-Event. Die Leute sind auf unserer Seite und wir sind auf der Seite von den Leuten. Sondern das ist Rock'n'Roll und Rock'n'Roll ist Emotionen. Ja, das Schweiß, ist Energie. Ja. Und Energie. Und ja, das ist uns wichtiger als technische Perfektion, sagen wir es mal so. Da trennen sich ja die Wege. Also, nee, das ist schon alles sehr wichtig, ja, sehr wichtig. Aber hundertprozentig kann man nie alles im Griff haben. Also passiert immer was. Eieiei, das hat wieder schön verhauen. Der lernt das nie. Der lernt das nie. Jetzt sind wir schon fast so auf der Zielgeraden, was das Set betrifft. Und jetzt kommen schon die Arrangements der ganzen Klassik-Sachen, die damit reinkommen und so. Wir kriegen jetzt sozusagen hier gerade Arrangements geschickt, ob die uns gefallen. Zu den Arrangements haben wir jetzt begonnen zu spielen. Also sprich, die werden jetzt als Art Playback in unsere In-Ears geschossen und dann können wir schon mal gucken, ob das so passt. Dann können wir mal gucken, ob die Lautstärke fällt, die ganzen Dynamiken irgendwie stimmen und das muss alles feingetuned werden. Orchesterchef. Ach, der Klassikvogel ist da. Ich heiße Patrick, Patrick Michel, ich bin Arrangeur, Komponist und ja, ich habe hier für die, hauptsächlich für die Balladen, eben die Orchesterarrangements geschrieben. Das ist Dr. Patrick Michel. Mit dem Orchester arbeite ich öfters zusammen. Ich arbeite für die. Und ja, in dem Fall habe ich sie gefragt, ob sie Interesse hätten, das zu spielen. Haben sich auch gefreut. Das sind die neuen Frankfurter Philharmoniker. Das sind Cellos, das sind Violinen natürlich, ne? So diese schönen weichen Dinge. Das ist natürlich was Erhabenes, ja, das passt so geil in diese Songs rein. Das kriegt wie so eine Dimension, wie wenn du jetzt so der zweite und dritte Dimension zufügst. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Ich finde es super. Also ich glaube, es wird das größte Publikum sein, was ich jemals so als Klassiker haben werde. Wenn jetzt so seit Wochen vor sich her probt, tut es mal ganz gut, irgendwie so ein bisschen was anderes vor Augen zu haben. Und natürlich musikalisch wertet das, das alles natürlich nochmal tierisch auf. Macht richtig Spaß. Auf die Bühne als Dirigent hast du mir versprochen. Natürlich. Ja. Wenn ich darf. Vor allen Dingen, er hat da einen richtigen Anzug an. Richtig, wie so ein Dirigent aussieht. Ne? Das ist schnucki, richtig geil. Peter, mal ganz kurz. Hey, hier wird gearbeitet, ne? Ist klar. Wir sind jetzt hier im Crystal Ballroom. Und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, findet hier so einiges an technischen Vorbereitungen statt. Diese Musiker brauchen immer viel zu lange. Da sind wir als Sänger besser vorbereitet. Wir warten. Und wenn es dann losgeht, bin ich müde. Tag beginnt auf der Suche nach dem Sinn. Alright. Das ist doch eine Kleinigkeit. Wir brauchen noch mal 3 Minuten. Das ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Der Main-Job ist natürlich für uns hier den Monitor-Sound, den In-Ear-Sound zu schrauben. Und das ist ganz wichtig zum Wohlfühlen. Dementsprechend verbraten wir eigentlich unseren besten Mann, ne, so aus Ego-Gründen für uns selbst. 96 habe ich eigentlich die erste Platte mit Ihnen gemacht, die 1. Frankfurt im Studio und live ging dann, glaube ich, 99 los, so die erste Zusammenarbeit wegen hier dem In-Ear-Mix. Und seitdem habe ich eigentlich alle Shows gemacht. Bitte nochmal Bass. Die
Meldung, dass es wieder dazu kommt, war schon unerwartet. Habe ich natürlich gefreut, vor allen Dingen ganz viele aus dem alten Team auch wieder zu sehen und zu sehen, dass die Band zusammen den Spaß hat und diese Motivation. Das war ja beim Ende des Lausitz-Gigs und was danach so war, nicht unbedingt zu erwarten. Check mal dein Mikro, Digga. Es geht. Oh, sauber. Ja. Scheiß mal, die ist irgendwo zwischendrin irgendwie, da bleib ich immer hängen. Nee, heute war ich auch mal nicht gut. Jetzt stehen wir auf einmal andersrum. Also all diese kleinen Veränderungen können in deinem Kopf halt irgendwie so ein Ding triggern, was dich irgendwie aus dem Konzept bringt. Ne? Und da kann man noch so viele Konzerte gespielt haben. Na gut, das ist jetzt immer alles so passiert, sagt man ja. Ne? Das ist der Tom. Der Tom versucht jetzt so ein bisschen an dem zu basteln, was wir gestern hier geprobt haben. Und passt es jetzt mal so ein bisschen an den Sound, an die Effekte und so weiter ran. Der Tom ist nämlich zum ersten Mal mit uns unterwegs. Richtig. Und dann gleich so eine große Show, das verlangt so einiges an Eiern. Ja, und natürlich aber auch eine Vorbereitung. Ne? Da geht es dann auch mit einem halben Ei. Hier ist so ein kleines Musikerparadies, ja. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, gehen wir einfach hier rein und machen einfach so. Der Gerd, der Besitzer vom Rockshop und Crystal Ballroom, die haben hier einen riesigen Verleih, verkaufen das Zeug auch. Und klar, wenn wir jetzt irgendwie ein Problemchen haben, sind wir hier mittendrin. Also wir können uns Sachen ausleihen, wir können sie uns kaufen, wie wir es wollen. Das ist natürlich eine ganz besonders elitäre Situation, sag ich mal. Aber mit den Onkels kann man sowas halt machen, ja. Die Band kann spielen, kann sich nochmal einüben mit einer etwas größeren Situation wie in der vorherigen Pro-Location. Hier gibt es dann sehr, sehr viele Geräte, die solche Standards sind, dass wir sie eigentlich schon auf dem Lausitzring 2005 hatten. Die werden immer noch gerne genommen. Aber es gibt natürlich auch solche kleinen neuen Digitalpulte, mit denen wir die gesamte Verwaltung machen für die Bestrahlungsanlage vom Hockenheimring. Da sind wir ja unterwegs mit sehr, sehr moderner Technik. Wir gehen in die Richtung von einem Megawatt Leistung. Von denen da werden es so 180 sein. Und von den dicken, dicken Bassboxen da hinten, da werden es 100, 128 sein. Das ist schon. Bing! Ja, es ist wirklich groß. Habe ich mal das Vergnügen, die Regiebesprechung zu eröffnen hier? Das Konzert gerne einmal durchsprechen, wo wir die Kamerapositionen einmal nochmal benennen, auch fürs große Kamerateam, weil die ja dann zum ersten Mal da sind, wo wir ein paar Fragen erörtern können. Ich würde einfach sagen, dass wir auf der Zeitachse uns vom Beginn bis Schluss, bis zu den wichtigsten Punkten durcharbeiten. Wir arbeiten mit so vielen guten Leuten zusammen, dass man wirklich seine Ideen einbringen kann und zack, sind sie umgesetzt. Ich meine, letztendlich präsentiert das alles, was am Hockenheimring läuft, auf den Leinwänden läuft, an Licht da ist, an Außenwirkung da ist, uns. Und dann muss es natürlich auch hundertprozentig mit unseren Vorstellungen übereinstimmen. Also der Anruf war eine Sensation. Stefan rief an und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich glaube, dass das die größte Rockshow in Deutschland ist, die dieses Jahr stattfinden wird. Weil wir sind dann schon in der Bildgestaltung fast 80 Meter breit und gefühlte 30 Meter hoch. Das ist dann schon auch eine Macht. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf, das dann eben live zu sehen. Es hat so eine Reminiszenz eben an eine architekturelle Gestaltung und auch so ein bisschen das Thema Frankfurt im Hintergrund und Sin City. Und wir bringen hier sozusagen zusammen, dass der Content, der für die MED-Flächen gestaltet worden ist, die Lichtgestaltung und die ganze Performance eben eins wird. Geil, Alter! Es geht jetzt gleich los mit Hier sind die Onkels. Gucken wir uns mal an. Da ist es natürlich klar, die Leute haben euch 10 Jahre nicht gesehen. Das heißt, die wollen euch sehen, nichts anderes. Und wir fangen insgesamt auch so ein bisschen schwarz-weiß an und arbeiten uns dann rein in das ganze Ding. Mhm. Ich zeige euch mal ganz kurz jetzt die Kamerabestückung, so wie wir sie geplant haben. Ja. Wir kommen jetzt auf 24 Kameras, die im Augenblick auf dem Ü-Wagen auflaufen, plus 4 EW-Teams, die auf dem Gelände eben auch noch Fans und Band und Stimmung unabhängig davon einfangen.
Gut, jetzt haben wir noch zwei Kameras vor Ort in Frankfurt im Waldstadion, ja, damit man den Event mit zwischen, ich schätze mal, es werden so 25.000 bis 30.000 Leute, die das da ja live mitverfolgen über Satellit. Also, da haben wir einiges zu tun. Ja. Auf geht's. Es gibt ja keinen Prozess, in dem wir nicht in irgendeiner Form involviert sind. Und das macht natürlich auf der einen Seite riesig Spaß, das ist aber auch natürlich ein erheblicher Aufwand. Und abends schläft man auch dafür gut. Ne? Kurz, aber gut. Richtig, Kaffeemaschine. So. Was denn? Ein Bierchen wird man sich wohl mal genehmigen dürfen. Jetzt kam ich leider nicht dazu, den Wodka reinzuschütten. Ja, da ist nicht normal immer Wodka drin. Ui. Nein, Quatsch. Ich brauch das nicht mehr. Wir waren 6 Wochen mindestens oder 7 waren im Proberaum in Frankfurt. Ja, von Montag bis Donnerstag immer. Und jetzt sind wir von Montag bis Freitag hier seit 2 Wochen in Karlsruhe. Und die Vorbereitung langt dann auch. Irgendwann, ich will nicht sagen, hängen an die Lieder aus dem Hals raus, aber das ist dann auch so oft und so immer wieder geprobt und gespielt. Da fehlt jetzt Adrenalin im Körper. Und die Audienz, die Leute, die ganzen Menschen. Und dann, boah, das gibt dann den Rest. Das schiebt dann richtig. Nach 9,5 Jahren habt ihr das Vergnügen, uns zuerst zu sehen? Wir improvisieren jetzt noch so ein bisschen und zwingt uns ruhig dazu, ein paar Fehler zu machen. Das würdet ihr auf dem Hockenheimring dann eben nicht machen. So lebendig zu sehen, oder? Geil, Leute! Genießt den Sommer! Danke nochmal, Applaus! Superman! 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 Guten Tag! Morgen! Die sogenannte Mock-Up-Probe ist heute. Das heißt, hier in der Gartenhalle in Karlsruhe wurde auf dem Boden mit Klebeband, die Größe der Bühne original aufgeklebt, damit wir mal so einen ungefähren Eindruck von den Größenverhältnissen kommen, die wir in Hockenheim antreffen werden. Das Hotel, der letzte Stock weggerechnet, ist die Höhe von der Bühne. Da laufe ich doch nicht von links nach rechts, das Konzert vorbei, bis ich da... Vor allem könnte ich außer Atem, bis man drüben angekommen ist. Größte Bühne in Europa, hübscheste Band in Europa, lauteste Band in Europa. Du kannst es dir aussuchen, ja? Naja gut, ich meine, es fing ja mit den irrsinnig schnell verkauften Tickets irgendwie an. Und gehen jetzt nicht her und sagen, oh, wir wollen jetzt die größte Bühne, das ergibt sich halt irgendwie so. Du bist aufgeschwatzt worden, gell? Und ihr sollt die berühmt-berüchtigten bösen Onkel sein, oder was? Ich kann auch böse sein, Alter, gell? Wo ist denn die Bühne? So, Kevin, du hast 3,5 Minuten, um darüber zu kommen. Boah, hätte ich mal um die Hälfte kleiner geschätzt. Das ist geil. Ich finde es total super, es ist riesengroß. Beeindruckend ist natürlich der lange Weg durchs Publikum auf die B-Stage. Mittendrin gehen wir hier auf die B-Stage und spielen da 4, 5 Lieder. Ja, das ist der Hockenheimring. Ne? Dann ist hier diese berühmte Kurve. Da ist die Tribüne. Und hier in dieses Dreieck rein spielen wir. Hier ist die B-Stage. Dieses Dreieck, das aussieht wie ein Bassplektrum. Da ist in mir drin das Baden-Württemberg-Zentrum. Da ziehen wir uns um und üben auch nochmal auf dem Dach irgendwie. Sonntags ist es auf dem Ring losgegangen. Wir hatten inzwischen alle Heimaturlaub zwischendrin. Das ist natürlich ein bisschen hin und her gegangen, was das Business betrifft, was die Organisation betrifft. Zwischendrin gab es mal die ein oder andere kurze Krise, weil vom Timing ein bisschen gehangen wurde. Es sind wohl Gabelstapler angeliefert worden und schlauerweise so abgestellt, dass sie keiner gefunden hat einen Tag lang. Ich habe aber Nachricht vom Ring bekommen, dass soweit alles läuft und dass wir alles
dass alles im Timing ist, also dass die fehlende Zeit eingeholt wurde. Wundert mich nicht, man, die Firmen, die da arbeiten, sind absolute Profis. Die, ja, die kriegen das einfach hin. Und bei euch? Gib mal die Kamera her. Wenn du da. Jetzt bin ich ja platt. Noch super, wenn ihr runter. Jo, geht so. Nackig, das ist nackig. Einfach ohne mich gut aussehen. Das ist schwarz, diese scharfe Stadt, Alter. Das ist geil, Alter. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Kommst du hier rüber, sagst du? Ich auch nicht. Ich war geil, einfach nur. Super. Es ist, als würdest du in der Filmkulisse bei irgendeinem. Keine Ahnung, Endzeit-Movie stehen oder irgend sowas. Das ist nicht nur eine Bühne, das ist Kunst. Freue mich für die Fans, wenn die morgen hier reinkommen und das Ding sehen, ich glaube. Oh. Guck mal, wir haben sogar eine Kiste. Prominenten Wasserträger. Ben, und du bringst das Bier, oder was? Du bist ja auch so geil, Alter. Also irgendwie ging es ja wohl darum, dass man sie ansagt. Also irgendjemand, so wie ein Ringsprecher, sagt so, jetzt geht's los. Und dann hat man halt überlegt, was macht man das und wie geht das und wie lang ist dieser Text und so. Ja. Und das habe ich jetzt bis jetzt eben gerade zum ersten Mal ausprobiert. Das würde ich jetzt gerne nochmal, weil beim ersten Mal ist man natürlich auch ein bisschen nervös. Und kennt die Anlage nicht und die Gegebenheiten um mich rum und so. Deswegen will ich das nochmal gucken, ob das funktioniert. Ich bin dann immer mit dem Stefan zusammen, so wir haben immer telefoniert und dann hat er von mir wieder was verworfen. Dann bin ich tierisch genervt, ja, weil man Sachen von Herrn Becker nicht verwirft. Und so ging das immer hin und her und E-Mails und so. Und haben uns dann letztlich so, ja, so ein paar Sachen aus der Bibel gegriffen und das irgendwie leicht auf links gedreht. Oder auf die Onkels gemünzt und so. Denke schon, dass das auch so ein bisschen Pathos und Heavy-Metal-Pathos bedient. Also durchaus der Show zugutekommt. Und sie werden bei uns sein, alle Tage. Bis an der Weltende! Ich bin ja ein Intellektueller, Theaterschauspieler. Ja? Ich beschäftige mich auch viel mit Literatur. Finde aber, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich bin, wenn du so willst, mit Rock'n'Roll oder mit Punk aufgewachsen und habe das auch sehr verinnerlicht. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben auch alles ausprobiert, was irgendwie verboten daherkommt. Ja? Und manchmal habe ich auch gewisse Grenzen tatsächlich überschritten oder so. Ich habe es überlebt oder wieder gut gemacht oder weiß ich nicht. Aber ich möchte es letztendlich auch nicht missen. Mir ist natürlich auch klar, dass ich hier wahrscheinlich irgendwann schwer auf den Sack für Krieg oder was heißt irgendwann? Ich denke, Montag geht's los. Schwerwiegender, sonst würde ich es nicht machen, ist, dass ich mit den Onkels und ihrer Geschichte, also die Geschichte oder die, mit den Geschichten, die sie mir erzählen, was anfangen kann. Ich finde das sehr direkt und auf eine Art und Weise proletarisch und verlogen mit einer wahnsinnigen Schönheit, um das romantisch zu verklären. Ja? Und das gefällt mir. Das gefällt mir so, wie ich. Ich mag so eine gewisse emotionale Direktheit, die aber mit so einem großen Herz daherkommt. Und das ist was, was ich bei den Onkels mag. Jawohl, ja, schön. Unsere Aufgabe ist im Prinzip der Aufbau der Bühne. Die Herausforderung lag von Anfang an in der Logistik. Wir haben 32 Trailer abzuladen gehabt. Das musste alles koordiniert werden. Dann die Baumaßnahmen an sich. Viele Kranarbeiten, viele Höhenarbeiten, Tag- und Nachtschicht. Wir sind jetzt die sechste Schicht. Ja, seit 5 Tagen sind wir jetzt hier. Und bauen und bauen und bauen. Und jetzt findet die Geschichte langsam Ende.
Ja, wenn man zweimal Rock am Ring baut oder Wacken zwei Bühnen nebeneinander, dann hätten wir ungefähr so denselben Spaß. Die größte Bühne, die je in Europa gestanden hat. Und das hat natürlich viele im Vorfeld, sehr, sehr viele, sagen wir mal, keine Probleme, aber zumindest ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet, weil natürlich das hier nur für diesen Event zusammengebaut worden ist. 600 Tonnen, viele davon absolute Sonderbauten. Also ich meine, das Ding ist einmalig und das war auch die größte Herausforderung, dass in der kurzen Zeit mit dem tollen Design, das hinter der Bühne steht und der Vision, die die Jungs dahinter hatten, das hier umgesetzt zu kriegen, das hat, ich glaube, bis zu 1000 Leute haben teilweise gleichzeitig hier auf dem Gelände die Woche gearbeitet, um diese Bühne zusammenzustellen, die Delay Tower zusammenzustellen. Also nicht nur der Event selbst ist geschichtsträchtig, sondern die ganze Produktion ist einmalig. Ich bin schon ein paar Mal im Block gewandert, aber sowas hat selbst ich noch nicht gesehen. Das ist ganz klar das gigantischste und größte, auch im europäischen Kontext gesehen. Ich kenne keine Produktion, vor allem keine One-Off-Produktion, die so aufwendig produziert und versucht eben dem Zuschauer so viel zu bieten. Da ist die Band auch für bekannt, dass sie da immer Qualität vor Budget stellt. Ganz grob überschlagen, zum Beispiel mit der Lichttechnik bei der Firma PRG arbeiten über 80 Leute an dem Projekt. Es sind, ich glaube, 30 Leute von der Beschallung auf dem Platz. Ich habe in meinem Core-Team an Operatoren, Mediengestaltern und so weiter 10 Leute auf dem Platz. Das ist auch in der Größenordnung. Ich glaube, insgesamt, wenn man alle Belange der technischen Produktion sieht, über 200 Techniker plus Unmengen an Helfern. Das ist schon auch in der Quantität echt relativ einmalig. Hier sind 1500 intelligente Scheinwerfer verbaut. Moving Lights, LED-Scheinwerfer. Wir haben über 1000 Quadratmeter LED-Flächen installiert. Zusätzlich dann zu den LED-Flächen, die wir beim Open-Air-Konzert schon kennen, links, rechts und die an den Delay-Türmen. Ich glaube, das ist eine der größten Beschallungsanwendungen von DOB, die in Deutschland für Open-Air-Anwendungen bis jetzt gefahren worden ist. Das sind eigentlich in allen Bereichen schon die Superlative, die wir da ausgepackt haben. Hier, Kiefer, wir sollen anfangen. Okay, von mir aus. Genau. Hammer. Wir wissen ja noch nicht genau, welches. Es gibt ein Stück von mir, das heißt Für die Ewigkeit. Es basiert eigentlich auf Koma. So rappe ich den ersten Verse aus meinem Lied an der Stelle des zweiten Verses von Koma. Weißt du, wenn ich mein Stück performe mit meiner Band, singt halt mein Chor und die Stimme von Kevin kommt geflogen. Ne? Da halt zu stehen und den Kevin neben dir stehen zu haben und das zu hören, weißt du, das ist natürlich einfach Irrsinn. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich wie so ein kleines Kind im Proberaum gefreut habe, als ich erstmal was Schnelles gerettet habe und der Kevin dann anfängt zu singen. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, mir hätte es auch gereicht, einfach nur für mich alleine im Proberaum mit dem. Wie gesagt, muss, glaube ich, beides vor Augen haben. Also erstmal, dass ich ohnehin Fan bin. Wie sehr mich deren Kunst beeinflusst hat. Dann natürlich noch das Ding, dass ich ein Stück habe, in dem eigentlich ein Stück der Onkels ist. Also eigentlich ist es das Stück der Onkels, nur halt ein bisschen schneller und anders arrangiert und halt mein Rap drauf.
Das mit denen zusammenzuspielen ist halt einfach. Oh, ich bin Onkels-Fan seit 90, 89, 90, irgendwie sowas. Und ich weiß noch, ich sitze auf der Couch bei meinem Homeboy und der legt die Sisso weit ein. Und in dem Moment war mir klar, was auf es geht. Das war einfach das erste Mal, dass ich deutschsprachige Musik hörte, die nicht witzig sein wollte oder irgendwie ironisch oder Schlager oder irgendwas, sondern bei der einfach jemand ganz ernsthaft formuliert hat, was er empfindet. Das war das, wonach ich mich in meiner Musik gesehnt habe. Und die Onkels waren für mich einfach eine unglaubliche Inspiration. Weißt du, wenn ich mir mich anschaue, Freunde von mir, die diese Musik in ihrem Leben haben, ist ganz offensichtlich, was man fühlt, dass es echt ist. Ne? Also es ist einfach jemand, was ausspricht, was man selbst so empfindet. Ich denke, ja, da singt einer die Wahrheit, geil. Ich bin jetzt soweit. Ja, von mir aus kann es echt losgehen. Ich glaube, das habe ich zum ersten Mal gehört, aber es wird Zeit. Aber jetzt kommen auch die Punkte, wo du bestimmte Dinge nicht mehr proben kannst. Ja, also da musst du jetzt einfach raus und es machen. Und wir sind hier, um einfach ein bombastisches Fest zu feiern. Ja? Und unser Innerstes nach außen zu kehren, also zu sagen, hier sind wir. Und wenn das nicht authentisch rüberkommt, dann kannst du hier auffahren, dass du an der Bühne, was du willst. Hört mal zu. Der Mann hat recht. Absolut. Ich bin begeistert. Alter, jetzt gibt's aber auch die Gummel, Alter. Ist so nicht hier. Es ist groß, aber es ist überschaubar. Es ist nicht so, dass man viele Wege laufen muss. Die Wege, die man läuft, sind gut. Die haben auch. Das ist genau das, was ich brauche. Wir hatten ja das abgeklebt in Karlsruhe auf dem Boden. Und das war ja mal ganz anders. Weil die runter, hoch und so, das war halt nicht da zu sehen. Und das macht natürlich einen riesen Eindruck. Ja, das ist super. Das war toll. Wir freuen uns auf morgen, ey, wie Sau. Wir berichten live vom Zeltplatz. Die ersten Leute sind am Donnerstag schon angereist. Es ist relativ noch gutes Wetter. Die Stimmung ist auch relativ gut. Wir haben uns auch eine Menge Mühe gegeben hier auf dem Zeltplatz. Also was ich heute an Klos hier rumgeschleppt habe, das kann sich überhaupt keiner vorstellen. Wir hoffen, dass es ein schönes Wochenende wird. Kann nur noch besser aussehen. Wer liebt die Kamera? Wer liebt die Kamera? Ja, die Kamera liegt nicht.
teilen alles mit dir. Vom großen Eingang habe ich seit 8 gewartet. Ja. Es ist geil, hier zu sein. Endlich. Ich freue mich wieder, dass du da sind. Dass wir Tickets haben. Genau. Voll geil. Das ist der Wahnsinn. Ja, schon. Gleich mal aus dem Internet sind wir rausgeschmissen worden und haben es nochmal probiert. Mein Kumpel hat mich gleich über das Telefon beruhigt, weil ich so nervös war. Weil ich mit Onkels aufgewachsen bin, aber ich habe nie die Chance gehabt, auf ein Konzert zu gehen, weißt du? Das ist der Wahnsinn. Boom, baby! Boom, baby! Boom, baby! Zu sein, ist das natürlich ein großer Tag, ne? Wir sind fast sprachlos, oder? Auf jeden Fall. Hammergeil. Jetzt konntest du nur erahnen, wie groß die Bühne ist. Wir waren gestern da vorne und haben den Lichtcheck gesehen. Und da war echt mega cool. Ich bin mal gespannt auf nachher. Total geil, Olle. So eine Bühne, das ist Wahnsinn. Soll hier was vorspielen kommen? Schönen Abend. Wir befinden uns hier wenige Minuten vor Showbeginn der heutigen Attraktion. Yeah. Hallo. Das ist immer eine Aussicht, oder? Genau. Das ist natürlich auch noch aus sich. Nimm meine Hand und lass vergangen und sterben. Dies ist die Zeit, neu geboren zu werden. Mutieren mit mir. Wir sind hier in Hockenheim und die Spannung geht so auf den Höhepunkt. Gleich ist Einlass. Dann wollen wir mal sehen, wie viele hier kommen. Ne? Ich habe ja keine Ahnung, wie viele kommen. Unvorstellbar. Geil. So. Mein Plätzchen auf der Bühne ist hier, da hinten. Seit 2000 unterstütze ich die Onkels immer am Keyboard. Oh ja, also 10 Jahre Pause. Und ich bin froh, das ist bis heute so. Ich habe eine schöne B3-Hemd. Zum anderen habe ich dann noch Unterstützung, Klavier und so einen kleinen Synthesizer für so ein paar Elemente. Es macht halt untenrum fett und bindet. Mein Eindruck von den Onkels war positiv. Also die waren nett, angenehm, höflich, haben Rücksicht auf uns genommen, haben uns zugehört und es war eine angenehme Zusammenarbeit. Fühlt euch wohl? Sieht super aus. Alles
ist toll, oder? Ja. Wir hatten Stellen, wo das Orchester ohne Band gespielt hat und alle vier auf einmal vor den 16 Mädels gestanden haben und wirklich mit offenen Ohren und Augen geguckt haben und wirklich auch applaudiert haben und fanden das ganz toll in der Probesituation. Und das fand ich sehr respektabel. Und so geht man auch mit uns um von Seiten der Band. Und das ist nicht immer so. Also die Bühne ist ja so groß, dass man ohne wirklich diese Klicks im Ohr, was ein Orchestermusiker normalerweise ja überhaupt nicht gewohnt ist, ja gar nicht spielen kann. Weil man hört sich ja ansonsten nicht, weil ja die E-Gitarre kilometerweit von einem entfernt ist. Als wir gestern hier auf die Venue kamen, haben wir gedacht, natürlich, wo ist eigentlich die Bühne? Es ist ja so ein Riesengelände und dann steht da hinten dieses Ding aus dem All. Also du wirst gar nicht, wo vorne und hinten ist bei der Bühne, weil normalerweise hat man so einen Kasten und hinten ist zu und vorne offen. Und hier ist das ja alles ganz anders. Also es war schon gigantisch. Wir haben uns gar nicht richtig auf die Bühne getraut. Und dann ja, ihr müsst da und da hingehen. So echt, sollen wir da vorne vorbei? Ja, geht ruhig da vorbei. Ich weiß nicht, ob das ein großer Unterschied ist, ob da jetzt 400 oder 10.000 oder 100.000 sitzen, aber ja, es wird von der Lautstärke ein Unterschied sein und von der Stimmung und es wird sich gut anfühlen, denke ich. Well, my driver is German. Check out where you're gonna play tomorrow. I had a picture of it and wow, you know, blew me away. Actually, it got me nervous. Now I'm nervous for the show. But it's good, good nervous, you know. But we're very thankful to be part of this. They were very nice, you know. It's always cool when a headliner band treats the opening band with respect. We're gonna try real hard to give a great show. We only have 40 minutes, you know, but it's good enough for a real energetic show, you know, which what we try to do is a lot of energy on that 40 minutes is coming like full power, you know, try to have the best show possible. Oh, die Eier sind kalt, ja? Eiskalt. Na klar, ne? Viel Spaß. Wir kommen aus Dortmund, deshalb sind wir mit die Ersten hier gewesen. Wollte eigentlich gerne mit am Hockenheimring dabei sein. Leider keine Karten bekommen, also aber trotzdem hier. Ich bin halt leider nicht da, weil ich keine Karte mehr gekriegt habe. Aber das ist halt eine gute Alternative hier bei dem Public Viewing. Meine Erwartung, dass es einfach spektakulär wird, dass die Onkels einfach ihre Musik wieder zeigen, dass es einfach toll wird. Es wird einfach gut, deswegen sind wir ja hier. Weil wir wissen, dass es gut wird und dass wir sie einfach wiedersehen. Was erwarte ich? Die größte Party aller Zeiten. Die Stimmung, die Leute. Wer was soll nicht geil sein, oder? Das Stadion wird beben. Die Zeit heilt Wunden, doch ich denke auf dich. We'll
Beschreiben. Mehr drei Tage keine Stimme mehr. Perfekt. Ich bin eigentlich nicht so der Onkelz-Fan, hab es jetzt aber meinem Freund geschenkt. Der Wahnsinn! Absoluter Wahnsinn! Hammergeil! Und morgen sind wir live dabei. Morgen fahren wir nach Hockenheim runter. Das ist okay. Das war gut. So ein geiles Ding. Die Hauptsache ist, dass das Song so angekommen ist, wie man es empfindet. Dann ist schon mal alles Spaß. Super. War super. Hab mich super auf den Tag heute gefreut und alles hat sich erfüllt und könnt weitermachen, muss ich ganz ehrlich sagen. War toll. Die B-Stage war so ein Moment, wo du sagst, oh, das war krass, weil die Leute haben sich teils rundherum wieder hingekniet. Das war heftig. Ach so, hier seid die Kameraleute, die über die Lampen gefallen sind. Kommt so, kommt so. Mein lieber Schwan. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut, ich fühle mich sehr gut. Ich habe heute die Hoffnung, dass wir den Leuten zeigen konnten, dass wir Bock auf das Konzert hatten. Jeder Moment, wo du da vorläufst und in die Gesichter guckst und mit denen kommunizierst, da geht so viel ab. Hey, danke. Geil. Leute, geil. Hey, ihr habt einen geilen Job gemacht. Ja, aber auch, Jungs. Das tut. Die Geißen. Man tut, was man kann. Das war heute mit der Brisanz, mit der Audienz hier. Wahnsinnig, einfach wahnsinnig, unbeschreibbar. Und das ist geil, einfach erlöst. Steine fallen wieder vom Herzen. Man macht sich ja schon ein bisschen Gedanken vorher, ne, was passiert nach 9 Jahren. Aber ich glaube, die Gesichter sind alle dieselben. Wir haben nur ein anderes Geburtsdatum. Als die Onkels sich aufgelöst haben, war ich 11. Das ist mein erstes Mal und es ist einfach saugeil. Es hätte eigentlich gar nicht geiler sein können. Unglaublich einfach. Die ganze Show, die Lieder. Besser, was ich euch gar nicht vorstellen können. Echter Hammer. Einfach zeitlos. Der beste Moment von der Onkels waren, wo uns endlich zu viert mit auf die Bühne gekommen sind. Kaum zu beschreiben, einfach nur krass. Krass ist, glaube ich, noch viel zu unkrass. Es ist einfach nur geil gewesen. Ich hatte ganz, ganz viele schöne Momente. Vor allen Dingen am Anfang, als die Jungs von Freundschaft, von Brüderlichkeit und so weiter gesprochen haben. Und ich habe mich in sehr, sehr vielen Dingen wiedererkannt, da ich auch den Drogen abgeschworen habe und ebenso dem Alkohol. Und trotzdem hier wahnsinnig viel Spaß hatte und eine persönliche Verbindung in dem Fall auf jeden Fall gefühlt habe. Also ich weiß, was er durchgemacht hat und wie es ihm jetzt geht. Also schön, sehr schön. Das war das Einzige, was wir in unserer Jugend verpasst haben, ein Onkelz-Konzert. Und das haben wir jetzt nachgeholt.
der Schluss. Das Feuerwerk, das letzte Lied, das war geil. Viele Erinnerungen. Der Hammer, absolut. Ich müsste eigentlich nie wieder Geburtstag feiern, dafür, dass ich das heute hier erleben darf. Das habe ich schon gesagt. Wenn ich glücklich sterben kann, dann müsste man mich jetzt umbringen. Absolut. Perfekt, echt scharf. Und jetzt! Es geht auch nüchtern. War eigentlich alles sehr, sehr geil. War gut gemacht. Bis zum nächsten Mal. Perfekt, oder? Voll geil! Ja, für mich war das heute einfach Wahnsinn, dadurch, dass es das erste Konzert für mich war, auch von den Onkels, und das ist einfach genial, das mitzuerleben mit der Menschenmasse. Böse Onkels forever. Ja, ist seit 24 Jahren meine Musik, mein Leben. Ja, und nach 36 Stunden Schmerz ist es halt das geworden. Onkels Firma. Sogar als Schwerverletzte dabei. Onkels, kommt einfach nichts zwischen. Die Stimmung ist einwandfrei. Also gibt keinen Stress. Alle sind zufrieden. Alle machen Party. Passt. Es war wirklich absolut der Hammer gewesen. Das war wirklich da unten wie so ein Hexenkessel, muss man sagen. Lausitzregen, plus 100%. Ne? Kevin, volle Granate, total geil. Er hat eine Power. Herrlich. Ja, nee, wir müssen jetzt los, weil wir haben leider bloß für jeden Tag eine Karte. Es war geil. Es war einfach geil, ja. Wird auch mal wieder geil sein. Der Hammer. War? Ja. Wir sind zufrieden. Das erste Mal gesehen. Ja. Ich bin ja auch nur Mitte 40 und das war schon ganz fett. Also dafür, dass so viele Menschen hier sind, ist keine Gewalt, nichts, überhaupt nichts. Ganz wenige Vorfälle, dass sich irgendjemand vielleicht beim Finger bricht, also beim Bier aufmachen, ja. Aber sonst einmal frei, ja. Der Oberbürgermeister hat sogar eine Hochzeit unterbrochen. Jetzt. Nur nicht seine eigene. Das war nicht seine eigene, aber trotzdem. Das war ein bisschen zu viel verlangt. Das liegt ein paar Jahre zurück. Aber, ohne Essen. Siehst du? Ah, ja. Bobby Williams. Mhm. Und jetzt der Ihre. Oh, das AC/DC hatten wir vergessen. Oh, ja. Wir werden es uns nicht begeben, der Scherz. Okay, gut. Aber nur, wenn wir dann nächstes Mal am Donnerstag auch einen ordentlichen Soundcheck bekommen. Ne? Also die Resonanz in der Bevölkerung ist positiv, aus meiner Sicht sehr erfreulich. Und also, Sie sind uns gerne willkommen. So, jetzt sind wir dran, Jungs. Warte mal, kleine Überraschung für euch. Wir wollten euch ja was Besonderes geben. Das ist wenigstens mal was, was ihr euch irgendwo hinstellen könnt. Geil, super. Und das haben wir extra anfertigen lassen. Und ich denke, das ist ein schönes Erinnerungsstück. Super. Im Namen von uns. Super. Wizard, vielen Dank. Ja. Wir danken euch. Und jetzt machen wir noch ein Bild mit den Dingern. Komm. Ja. Wir alle erleben hier Rockgeschichte. Es hat es noch nie gegeben in Deutschland, dass eine Band innerhalb von 40 Minuten zwei Konzerte, 100.000 Zuschauer ausverkauft. Und das ist wirklich Rockgeschichte, die wir alle hier gemeinsam schreiben. Und wir sind unheimlich happy, dass wir ein Teil davon sind. Mir persönlich ist erst bewusst geworden, was hier passiert, als ich selbst dann irgendwann in den ersten Wellenbrecher reinging gegen Ende. Und das war für mich völlig überwältigend und ich glaube, die Band hat sich auf der Bühne nicht anders gefühlt. Also das sind solche Emotionen da drin, dass man einfach sagt, wow, das ist hier, das ist nicht nur ein Konzert. Ja, das ist wirklich eine Stunde der Wiedergeburt einer großen deutschen Band. Ich mag die Band, weil sie aussprechen, was sie denken.
Das ist ein Geradeaus. Da gibt es keinen Bullshit. Da ist wirklich, da wird gesagt, was angesprochen werden muss. Und das Wichtigste ist, ein Wort ist ein Wort. Der Handschlag zählt. Und deswegen mag ich sie so sehr. It amazes me that something can be this huge in one country. It seemed like one big family, you know, like everybody was, everybody seemed to be, it's almost like everybody knew each other, you know, when you watch the shows. Really, everyone's here for one purpose and it has nothing to do with us. So for us, it was an opportunity to showcase, hey, this is who we are. And if we can take this and ride with it a little bit, then we won, you know? They didn't throw shit at us. They didn't boo us on the stage. We had a couple of, yeah, all right. So we'll take that, you know, where we're at. We wanted to just come out and do the best performance that we could. And I'm happy with what we did this evening, all things considered. It's overwhelming. It's kind of crazy. So we've never seen anything quite like this. Jetzt, bis die Onkels auf die Bühne gehen, stehen da welche wahrscheinlich und gehen nicht mehr von ihrem Platz weg. Ich werde mir erstmal nachher den Security sagen, wenn das so bleibt, das Wetter, dass sie ein paar entweder Eimer mit Wasser und ein paar Becher nehmen oder ein paar Trinkflaschen verteilen, weil wir, die kippen sonst um da. Gerade bei den Frauen. Die guckst in die Augen, werden die Augen groß und dann kippen sie weg. Mit Erfahrungswerte. Also wenn du wenig im Graben arbeiten willst, verteilst du Wasser. Kippen die Leute nicht um, hast einen entspannten Job. Kippen die Leute um, musst du rausziehen, hast du Kreuzschmerzen. Allerwichtigste ist halt, dass alle die Veranstaltung gesund verlassen. Also wir machen den Eingang in der zweiten Welle, ja, und zählen halt die Leute durch und verteilen die Bändchen. Und wenn dann die Welle voll ist, dann ist Schluss. Dann kommen nur die wieder rein, die halt ein Bändchen haben, damit es nicht zu voll wird, damit wir eine Übersicht behalten. Und wir schauen halt, dass den Leuten nicht schlecht geht, damit in unsere Sanis. Und wir ziehen die dann rüber und bringen die dann zu den Sanis, dass sie versorgt werden. Aber mit 100.000 Menschen haben wir nicht so oft zu tun. Das ist auch für uns spektakulär. In den Spitzenzeiten haben wir insgesamt 9 Unfallhilfsstellen, die wir betreuen, und ungefähr 340 Helfer, die für uns arbeiten, um zu gewährleisten, dass jeder von den Konzertbesuchern auf jeden Fall eine richtig gute medizinische Betreuung erhält. Wir hatten gestern tatsächlich einen Tag, der ziemlich arbeitsintensiv für uns war. Wir sprechen von knapp 1.000 medizinischen Hilfeleistungen, die wir mit unseren Helfern erledigt haben. Das ist natürlich eine Größenordnung, die auch für uns außergewöhnlich ist, liegt aber mit Sicherheit an der Größe des Konzerts. Bei Rockkonzerten stellen wir uns natürlich ein auf typische Verletzungsarten, die vorkommen, Schnittwunden, Platzwunden, man hat sich mal den Fuß verdreht oder verknackst, die Bänder gerissen, alles was in dem Spektrum so vorkommt. Natürlich hat auch der Alkohol so ein bisschen seine Finger im Spiel und die Sonne, also die Hitze, ist mitunter auch immer ein Thema. Wir haben einen Patienten gebracht, 30, 18, 16. Junge Dame mit Übelkeit erbrechen. Was ich echt toll finde, ist, dass das Publikum extrem friedlich ist und sich häufig bei uns bedankt, was wir als ehrenamtliche Helfer selten erfahren. What the fuck? That is the biggest fucking stage I've ever seen. This is different. This is a beast. This is a fucking beast. And we are about to jump on the back of the beast and just ride it. Those fucking guys are rock stars. I know they have one of the most resilient, elite, powerful followings of any band that I've ever seen in my life. True devotion and dedication. I know that they're very honest. They don't know how to lie. They wear their feelings and their emotions on their sleeves and in their songs. It's all there for everyone to see and to relate to and to get perspective and to sing along with and to learn from and to live with. That's what I know about them, because I see it and I feel it, and that's why I relate to it, and that's why I was honored
to be a part of this event today. There's one band bringing all of these people. It's unfucking believable. It's unbelievable. I've never seen anything like it. Nobody can do it. Nobody. Heute ist alles ein bisschen relaxter. Gestern waren wir mit ganz vielen Dingen beschäftigt, irgendwie auch so ein bisschen die eigene Nervosität bekämpfen. Und dementsprechend habe ich jetzt mal Zeit, mir auch mal den Biscuit anzugucken. Das wollte ich jetzt nicht verpassen. Ja, und dann geht's auch schon auf die Bühne. Ist ja, Zeit vergeht ja irrsinnig schnell. Vielen Dank an alle. Ja, yeah, vielen Dank. Vielen Dank. Mein Freund. So es ist auf den letzten Rest ausgelaugt. Wir haben die Tube leer gemacht, über den Rand gezogen, da ist nichts mehr drin jetzt. Wir haben alles gegeben, oder? Ja. Und ihr auch. Danke sehr. Danke euch. Alle. Wir haben alle alles gegeben. Gigantisch. Noch besser als gestern hat es mir heute gefallen. Die Aufgeregtheit war ein bisschen weg. Man ging raus, hat es ein bisschen mehr genossen. Das Publikum, na, war einfach der Hammer. Es war heute ein anderes Wetter. Es war erst heißer als gestern. Das hat es am Anfang ein bisschen schwieriger gemacht, aber dafür war der Sonnenuntergang so schön. Einfach zum Genießen, ja. Besser wie im Kino. Der schönste Rausch meines Lebens. Und ich habe viele gehabt. Aber der kommt nicht mehr so schnell. Ich habe auch alles gegeben, was geht. Ohne Alkohol oder gar nichts. Das ist so geil. Ich glaube, wir schmeißen uns im Moment alle zusammen. Es wird immer enger. Wer weiß, wo das so hinführt. Vielleicht heiraten wir da ja noch alle. Es war anders als gestern. Genauso geil. Also eigentlich war es noch geiler. Allerdings war gestern die Jungfernfahrt sozusagen. Oder die Wiedergeburt. Die Leute waren super gut drauf. Die haben so einen Bock gehabt. Und wir haben es davon anstecken lassen gleich. Jo, danke. Dürfen wir nicht was sagen? Nee, ich hab echt gerade. Mir ist eine Menge jetzt abgefallen, irgendwie an Anspannung. Und es waren jetzt einfach zwei super intensive Tage und ja, ich bin total happy aber auch total ausgepumpt. Ne? Also jetzt war die zweite Show nochmal alles gegeben irgendwie und auf der letzten Rille irgendwie nach Hause gekommen. Aber glücklich, sehr glücklich. Eine Riesenerleichterung bei allen, das habe ich gespürt. Jeder für uns hat, glaube ich, ein Ding erfahren heute, was unglaublich ist. Aber es war echt so, dass das schon ganz schön emotionaler Moment für mich gewesen ist. Also da hat sich offensichtlich auch in diesen ganzen 9 Jahren unheimlich, wahrscheinlich unheimlich viel mitgeschleppt. Ne? So, wir haben ja auch viel Gift versprüht irgendwie und wenn man seinen Körper vergiftet und dann auf einmal merkt, okay, was man damit sich rumgetragen hat und dann auf einmal ist das alles so weg
und frei. Das tut einfach irgendwie gut, aber es bricht halt dann auch mal aus einem heraus. Und ich muss sagen, es ist erstaunlich, dass man das doch so unterschiedlich erlebt, muss man ganz ehrlich sagen. Weil Stefan hat emotional total mitgenommen und bei mir ist es eher voll umgedreht. Mich hat es total aufgebaut. Ich bin von der Bühne und ich hätte direkt noch mal draufspringen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist echt erstaunlich, dass man da so unterschiedlich reflektieren kann. Finde ich toll. Ja, es war eine Etappe, die wir gestern angebrochen haben und jetzt beendet. Die Wiedergeburt nach dem Tode. Der Ostersonntag. Ja, heute war der Ostermontag eigentlich dann, nach dem Karfreitag. Und gestern war die Entjungferung, es war einfach geil. Und heute haben wir nochmal eine Schippe draufgesetzt, glaube ich. Das hat die Onkels immer ausgemacht, vier komplett unterschiedliche Menschen, die alles, was sie haben, in dieses Ding reinstecken. Und natürlich dann auch jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass es so ist, wie es ist. Dadurch ist es ein Original geworden. Ja, was wichtig ist, dass da einfach, das gehen halt echte Emotionen ab, ja, und das, was wir da, was wir auf der Bühne praktizieren oder was wir sind als Onkels, das ist eine emotionale Ebene, die kann man schwer erklären. Das ist nicht nur Musik, das ist dieses gemeinsame Ding, was da auch abläuft zwischen den Fans und natürlich auch zwischen uns. Und diese Befreiung, die wir natürlich auch empfinden und diese Ehrlichkeit, die wir transportieren können, dass man wirklich sagen kann, ey, wir brauchen jetzt nichts zu spielen, ja, sondern die Leute würden das merken. Und selbst wenn sie es nicht merken würde, könnte ich jetzt nicht hier stehen mit 100.000 Leuten, die da was reininterpretieren, was wir nicht irgendwie ehrlich da verkörpern können. Dementsprechend bin ich natürlich total glücklich drüber, dass das auch so ein Befreiungsschlag irgendwie ist. Ne? Die Leute sehen den Dreck in uns und die goldene geile Seite. Wir haben beides. Und das kann man sehr gut erkennen an unseren Fehlern, aber auch, dass man aus nichts was werden kann. Wir sind aus dem Dreck gekommen und haben eine geile Band formiert. Wir widerspiegeln ihre eigenen, ihr Innerstes und umgekehrt. Das Gigantische ist eigentlich, dass wir uns als Band eigentlich so fühlen, wie es so in den Anfangstagen gewesen ist. Dass es halt echt eine Sache ist, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und das ist eine ganz andere Chemie. Und wir ergänzen uns halt ganz gut. Die vergangenen Konzerte oder die letzten 15, 20 Jahre waren für mich immer nur so, wie kriege ich den Kevin auf die Bühne? Ja, und ich habe immer nach rechts geschaut und geguckt, okay, kriegt er das auf die Kette? Ich nach rechts, du hast nach hinten geguckt, genauso wie ich, weil er ist immer vor dem Schlagzeug rumgekreiselt die ganze Zeit. Ja. Und heute stehe ich auf der Bühne und sage, wo ist Kevin? Und da weißt du ganz genau, du guckst vorne. Nach vorne, der steht vorne, der nimmt die Leute und packt sie. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz neues Gefühl. Nahtoderlebnis, glaube ich, reinigt Menschen und nimmt ihm nicht nur die Angst vor dem Tod, sondern die Angst vor allem. Das kommt eine Gelassenheit auf. Keine Drogen zu nehmen, keine Substanzen zu nehmen, die einen die machen automatisch ängstlich. Und diese Ängste habe ich nicht mehr, die sind weg. Ich bin frei, ich bin total frei. Jetzt freue ich mich über jedes Gesicht, was mich anlächelt, wo ich mich bedanken kann, wo ich mal die Hände schüttle. Hey, da sind heute welche gewesen, die haben im Mutterleib, haben die schon Onkels gehört. Aber ich sag mal so, das sind alles Kinder dieser Zeit. Ja, also wir ziehen das Ding durch und wir haben da Bock drauf. Und wir schweißen uns gerade so eng zusammen, dass wir das weitermachen. Wir werden das Rad weiterdrehen.